Ja, vielleicht nehme ich auch übrigens ein bisschen mehr als zwei Videos auf. Denn jetzt, wo ich schon mal hier im Oblivion-Tor bin, dann... Uppala. Dann können wir eigentlich auch gleich fertig aufnehmen. Ich will nicht unterbrechen und dann die Aufnahme abbrechen, nur weil schon eine halbe Stunde fertig ist. Ich bin nämlich schon mittlerweile bei 27 Minuten. Und dann will ich nicht mitten in Oblivion mit der Aufnahme aufhören. Und dann während der nächsten Aufnahme plötzlich wieder der gute, alte, fitte, schnell redende Stone sein, der genau weiß, was abgeht in Oblivion. Denn diese Neujahrsaufnahme ist sehr von Müdigkeit geprägt. Sehr von Müdigkeit geprägt. Na. Na, du doofer Beschwörer. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Ich frag mich schon, was hier abgeht. Was hier abgeht. Du darfst dich glücklich geschätzt fühlen. Du bist der Erste, der meine neuen Pfeile ausprobieren darf. Und jetzt hat auch noch sein beschworenes Vieh den Schlag abge... Nee, das war gar nicht sein beschworenes Vieh. Hm. Oh, das war ein Headshot, wie es aussieht. Ach, so. Oder? Jawohl. Direkt hier schön in die Nasenhöhle rein. Dremora, Streitkolben. Ja, das sind die ersten Oblivion-Waffen, die man hier so findet. Das sind noch nicht die besten, aber die ersten. Und die lohnt sich absolut nicht mitzunehmen, denn die wiegen, wie ihr seht, 43 Kilo und kann man nur für 40 Münzen verkaufen, also kaum lohnenswert. Aber schön viele Scrolls und Herzen. Herzen sind immer gut, denn mit denen kann man beispielsweise Tränke brauen, mit denen man seine Lebenspunkte heilen kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mittlerweile ständig Sachen wiederhole, die ihr schon wisst. Oder zumindest die ich schon öfter mal... Hoppala. Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel? Ach nee, aber eine Treppe nach oben. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich öfter Sachen mittlerweile wiederhole, die ihr schon wisst oder die ich schon in vorherigen Folgen erwähnt habe. Ich weiß nicht wirklich, ob euch das stört oder ob ihr... lieber jede Folge etwas Spannendes und Neues hört. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die erst... Oh, fuck! Na super. Wo bin ich jetzt hier? Vielleicht gibt es ja auch Leute, die hier frisch dazugeschaltet haben. Zu Games 9. Falls ihr frisch dazugehaltet habt, heiße ich euch willkommen. Ja, was habe ich jetzt getan? Wo bin ich hier? Nein. Bin ich noch auf demselben Stock? Bin ich eins höher? Was habe ich getan? Also hier war ich schon mal nicht, das steht fest. Ja. Na komm schon. Stell dich nicht so an. Es hat doch keinen Sinn. Gib einfach auf. Da haben wir schon wieder einen Kandidaten. Diesmal ein Nahkämpfer, der mit zwei Schüssen down gegangen ist. Und noch zwei Kleingetier. Ah ja. Heidenei. Kennt ihr das, Leute? Wenn ihr so müde seid, dass eure Augen brennen. Shit. Das hab ich gerade. Aber... Es geht noch, es geht noch. Ich bin noch voll dabei. Ich bin so geskillt wie eh und je. Und nein, ich bin nicht arrogant und voreingenommen. Ich möchte einfach nur öfters mal Fakten hervorheben. Denn ja, und so bla, Last der Arroganz. Wo wir es gerade von Arroganz haben. 300 Münzen wert, warum nicht? Ist zwar ein bisschen schwer und ich kann kaum noch was anderes tragen. Aber notfalls haben wir noch einen, ja, was wollte ich sagen? Einen Federzauber. Also können wir uns ein bisschen leichter machen. Was heißt leichter machen? Wir können dafür sorgen, dass wir 50 Kilo mehr tragen können.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, hoppala. Ich habe das Gefühl, dass wir immer höher gehen und es einfach nicht aufhört. Nein, das ist nur ein normaler Streitkolben. Ach super, und wieder solche Fallen. Die heizen mir so derbe ein. Gut, dann hauen wir mal schnell ab. Und tschüss. Oh, und dann begrüßt uns gleich wieder ein Scamp auf der anderen Seite. Die halten hier schon wieder so viel aus, das ist kaum zu glauben. Also manchmal hauen wir die weg, also da futtern wir die weg wie warme Semmeln. Und manchmal haben die so derbe viel Resistenz und halten so viel aus. Und ich brauche so unnatürlich viele Schüsse, bis ein Scamp endlich mal down geht. Das ist kaum zu glauben. Oh, Kacke. Na. Zum Glück hat er sich gerade in die andere Richtung gedreht gehabt. Na, immer noch nicht. Was geht ab? Na, was geht ab? Oh, Kacke, der ist voll gepanzert. Aber für uns natürlich kein Problem. Hey, nicht so schnell, geh nicht. Ah, ich hab's schon gesehen. War nur ein normaler Dremora. Oh, fuck, Alter. Unterbrech mich nicht, wenn ich über etwas rede. Autsch. Also hä? Ich bin total verwirrt. Normalerweise ist doch hier die ganze Geschichte ein Walk in the Park. Au. Warum kannst du auch noch zaubern? Das ist gemein. So. Schon wieder so ein Ding, was 300 Münzen wert ist. Kaitiff-Schild. Das ist so ein Dremora-Schild. Haben die auch schon Rüstung? Oh, Ring... Also Leute, wenn das mal nicht wie gerufen kommt, ja? Sie können meine Gedanken lesen. Ring der Feder. Sind zwar nur 25 Punkte. Oh nein, ihr seid zu schwer belastet. Folgendes. Fertigen Blocken und Schwertkampf brauchen wir nicht wirklich. Ring der Feder, zack, und wir können 200 Kilo tragen. Kommt mir gerade richtig. Gerade recht meine ich natürlich. Meine Wortwahl ist auch nicht mal die beste, wenn ich stinkmüde bin. Stinkemüde. Stinkemüde. Ach, ich sollte nicht vergessen zu quicksafen. Stinkemüde. Ja, wo sind wir hier? Oh, noch so einer. Oh shit, was geht hier für eine Party? Oh, meine Gesundheit. Plötzlich tauchen drei Leute auf. Das ist ja... Was geht hier ab? Na, wo ist der Teleporter? Ich will eigentlich... Oh, gut, dass er gerade eben gelähmt war. Na, hat aber nichts gebracht, da ich nicht getroffen habe. So, hier war noch irgendwo ein Magier. Na gut, Kack auf den Magier. Auch wenn ich natürlich immer noch die Kampfmusik höre. So, da geht's zu Sigillum Sanguis. Also zum Siegelstein. Der Magier scheint sich einfach mal eiskalt verpisst zu haben. Mir soll's mal wieder recht sein. Oh, ich muss bald schon wieder weiter meine Alchemie hochtrainieren, damit ich mir gute Tränke machen kann. Denn nichts geht über hausgebraute Heiltränke. Da ist er schon wieder. Was zur Hölle macht er da? Oder wer zur Hölle ist das? Nein, es ist doch ein Feind. Ich dachte für einen Moment, dass das irgendein Verbündeter wäre, der mir eine Quest gibt. Weil ich mich schon gefragt habe, wieso er so oft an mir vorbeigelaufen ist, ohne mich anzugreifen. Aber wie es aussieht, war es einfach nur ein stinknormaler Caster. Das einzig Doofe an Oblivion-Toren ist echt... Oh, noch so ein... Dass ich so massig Pfeile verbrauche.
weil es hier einfach so viel Ungeziefer zu erledigen gibt. So. Und wie ich schon gemerkt habe, einige Leute... Noch mehr! Was geht ab? Einige Leute finden es aufregend. Halten es für aufregend, sich so durch Oblivion-Tore zu kämpfen. Oh mein Gott, Stone! Oblivion-Tore, darum geht's doch in diesem Spiel. Nein, dieser... Uiuiui, hat er viel dabei gehabt. That's what this game is all about, würden die meisten behaupten. Weil Oblivion, das Spiel heißt Oblivion, wir schließen Oblivion-Tore. Ja. Was? Noch mehr? Ich lass mal die Waffe gezogen. Tatsächlich. Oh, ein Feueratronarch. Sogar der erste, den wir in meinem Let's Play sehen. Ja, die schießen ein paar Feuerbälle, wie ihr seht. Sind aber natürlich im Casten genauso doof wie andere. Können, also wie andere Caster, können aber auch in den Nahkampf gehen. Und da tun sie schon ein bisschen weh, aber... Ja, auch nichts, womit wir nicht fertig werden sollten. Jetzt hat es zum Beispiel kein Mana mehr. Immerhin sind sie sexy Frauen. Und ich glaube, ich kann mir den Spruch nicht verkneifen, aber ich würde mal schon sagen, sie ist verdammt heiß. Ah, ja, dann wollen wir mal ihr Salz ernten. Ah, ja. Wo sind meine ganzen Pfeile? Das finde ich jetzt nicht nett. Hier ist einer. Die kann man aber auch so schlecht erkennen. Und da es ein Elementar war, auch wenn sie relativ fest aussieht, bleiben die Pfeile in ihr nicht stecken. Moment, hier ist wieder eine. Hier noch? Ja, und ja. Weil bei Elementaren und Geistern prallen die Pfeile ab. Und jawohl. Na gut. Das sollte es jetzt endgültig gewesen sein. Klanban klauen. Toll, zwei unaufgeladene Seelensteine. Und dann wollen wir mal das Tor schließen. Siegelstein. Unterliegender Siegelstein. Da bin ich mal gespannt, was dieser Stein diesmal kann. Hoffentlich ist er besser als unser letzter. Ich glaube, das hängt nämlich vom Level ab, aber ich bin mir nicht vollständig sicher. So, wo bin ich? Hier. Mittlerweile ist es ja auch Nacht. So. Oblivion-Tor geschlossen. Nichts ist zurückgeblieben. Dann gucken wir mal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Feuerschaden 10 Punkte auf Treffer. Hm. Licht 30 Fuß auf sich selbst. Cool. Dann ist es so, als ob ich die ganze Zeit eine Fackel mit mir rumtragen würde. Aber das machen wir mal erst, wenn ich einen neuen Bogen habe. Und ja, dann wollen wir mal auf mein Pferd wieder in die Kaiserstadt reiten. Die neuen Reagenzien, die wir haben wir eigentlich viele Reagenzien aufgesammelt? Eigentlich nicht so sehr. Aber mal wieder das Zeug verkaufen gehen, etc., etc., bla bla bla. Ihr kennt ja die Vorgehensweise. Aber an dieser Stelle habe ich eigentlich schon diese Neujahrsaufnahme schon längst abgeschlossen, die ich eigentlich machen wollte. Ja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal, liebe Leute. Wahrscheinlich mit Battlefield nächste Woche. Und ja, gute Nacht.